Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mega Man X. Wie ihr wisst, die einzige großartige zu erwähnende Schwäche dieses tollen Viechs ist nämlich dieses Rollschild von Ahmed Armadillo, was allerdings auch schon ein gewisses Zielen voraussetzt und da bin ich ja schon ein ziemlicher Versager. Das kennt ihr ja schon von mir. So. Na. So, welche Hand kommt als nächstes? So, die kommt. Gut. Nehmen. Hoch. So, die Hälfte ist weg. Das sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus bis jetzt. Bin mal gespannt, ob wir uns wieder so dumm anstellen wie letzte Mal. Ja, jetzt kommt die Hand wieder. Aber jetzt sieht es doch relativ gut aus für uns. Relativ. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt hinkriege, aber das sieht auf jeden Fall schon besser aus als letztes Mal. Auch jetzt kommen wieder diese Kugeln, die ich hasse. Hoch und wieder treffen. So, jetzt kommt gleich bestimmt wieder eine Hand, genau, für mich zum Transportieren. Bis jetzt sieht's gut aus. Also, wieder eine Hand. Die nehmen wir immer gerne. Die Laser wieder. Habe ich noch einen E-Tank? Nein, habe ich nicht mehr. Okay. Ein Treffer noch. So, ein Treffer noch und wir haben's. Das sieht gut aus. Und das war's! Das war's für Sigma! Sigma ist Geschichte! Mega Man X ist geschafft! Nein! Es ist unmöglich! Ich bin ein Reploid! Ich kann nicht von dir besiegt werden! Warum, X? Warum hast du das uns angetan? Ohne die Menschen, meine Reploid-Brüder, könnten wir ein neues Zeitalter einschlagen. Das will ich vielleicht gar nicht. Wir wollen die Menschen nicht vernichtet sehen. So, da sehen wir die Festung von Sigma, wie sie ins Wasser eingelassen wird. Ich entschuldige mich nochmal dafür, falls ihr euch darüber gestört habt, dass ich einen Safe State gesetzt habe und nochmal mit voll aufgeladenen Sachen in die Kämpfe zurückgegangen bin. Ich ärgere mich selber ein bisschen darüber, aber ihr habt ja gesehen, es hat geklappt. Denn ich möchte so schnell wie möglich vor meinem neuen Rechner alles hinbekommen. Der Krieg ist zu Ende. Und jetzt wurde der Frieden wiederhergestellt. Aber die, die sich selbst für den Sieg geopfert haben, werden nie zurückkehren. Total erschöpft schaut Axe auf die Zerstörung, die er mithalf zu verursachen, und fragt sich, warum er den Kampf gewählt hatte. Hätte es einen anderen Weg gegeben? Auf der Klippe stehend schienen die Antworten vor ihm zu fliehen. Er weiß nur, dass er die Mavericks wieder bekämpfen werden muss, oder wird, wieder bekämpfen wird, bevor er die Antwort findet. Wie lang wird er weiterkämpfen? Wie lang wird sein Schmerz anhalten? Vielleicht weiß nur sein Ex-Buster an seiner Hand mit Sicherheit. Ja, das ist natürlich ein kurioses Ende jetzt. Axe tut mir irgendwie auch leid. Aber was will man machen, ne? Er hat immerhin Sigma besiegt. Und jetzt ist erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Naja. Oh, ist das jetzt ein Laggen? Oder ist das bewusst so? Es scheint wohl bewusst so gewesen zu sein. So, und jetzt laufen wir über die Straße und wir sehen den Cast. Spiky Crusher, Ball DeVoe, Road Attackers, Beyblader. Das sind jetzt die Gegner. Ja, also, ich hoffe, es hat euch gefallen, mir bei Mega Man X zuzuschauen und auch vielleicht einige Kommentare zu hinterlassen. Vielleicht werde ich demnächst nochmal nachholen ein Hadouken-Rückholaktion. Denke ich aber eher nicht. Denn ich bin jetzt erstmal froh, dass ich dieses Spiel hinter mich gebracht habe, aufgrund des bald erscheinenden neuen Rechners bei mir. Und bis dahin möchte ich eigentlich die Projekte so gut wie beendet haben.
Als nächstes wird es gleich mit Mystic Quest Legend weitergehen. Da werden gleich noch einige Videos hochgeladen bzw. vorbereitet. Und wir sehen nochmal die Gegner. Chill Penguin. Naja. Launch Octopus. Sehr nervig. Aber ohne Arme recht einfach. Hehe. Storm Eagle. Ja. Armed Armadillo. Alles Gegner, die wir schon jetzt beseitigt haben. Flame Mammoth. Ja, ohne Rüssel sahst du irgendwie wie ein Schwein aus. Stink Chameleon. Wenn wir den Boomer Quanger nicht gehabt hätten, wäre es wahrscheinlich schlimmer gewesen. Spark Mandrill, eingefroren siehst du mir schöner aus. Boomer Quanger, da ist er. Kuvagata, Hirschkäfer, genau. Und da ist Weil, ja. Den werden wir noch ein paar Mal sehen, denke ich mal, wenn die nächsten X-Teile kommen. Sollten sie kommen. Sigma. Ja, unser Haupterzfeind. Zero, unser doch wohlgesonnener Typ, obwohl er von Dr. Wily hergestellt wurde. Schreibt mir einfach, wenn ihr weitere Mega Man X-Teile von mir sehen wollt. Und ja, ich als Mega Man X bekomme auch einen Dank. Das finde ich toll. Das waren die Teilnehmer in diesem Spiel und ja. Jetzt kommt der Staff. Den schauen wir uns auch noch an. Ein Monitor am Ende. Die Programmierer. Ja, eine Bewertung kann ich diesem Spiel nicht geben, denn es ist wie auch Mega Man 3 ein Jump'n'Run und auch ein Shoot'n'Run. Fällt mir immer schwierig, solche Spiele zu bewerten aufgrund der Kürze. Ja. Natürlich gab es Sachen, die mir sehr gut gefallen haben, zum Beispiel der Soundtrack. Also Mega Man X, Mega Man Reihe war irgendwie für mich immer so ein Vorblüher für geniale Soundtracks und geniale Zeiten mit Sound und Effekten und auch die Gegner. Klasse Design und aber ich finde, man sollte eigentlich solche Spiele nicht nach Kriterien wie zum Beispiel Spielspaß oder ähnlichem bewerten. Dafür sind die einfach zu kurz. Dafür sind die einfach meiner Meinung nach zu kurz. Da sollte man lieber andere Kriterien wählen und wir uns wird nochmal gedankt, dass wir es gespielt haben und Capcom wird nochmal als Präsentator dargestellt. Und ja, das scheint es wohl gewesen zu sein. Oder etwa nicht? Oder kommt da vielleicht nochmal irgendwas? Kommt da noch was? Bin ich mal gespannt. Weil bei Mega Man 3 kam ja nichts im Abschluss. Und warum dieser Monitor im Hintergrund ist, das hat vielleicht auch seine Bewandtnis. Beziehungsweise ich erinnere mich normalerweise an etwas, was kommt. Ja, da kommt's auch schon. Die Melodie kennen wir doch noch. Du hast einen zeitweiligen Kampf gewonnen, X. Was du zerstört hast, war nur ein zwischenzeitiger Körper. Mein Geist bleibt intakt. Mit der Zeit werde ich andere Körper finden, die stark genug sind, um meine Ziele zu verwirklichen und ich werde zurückkehren. Ich werde euch bald sehen, dich bald sehen, X. Sehr bald. Ach du meine Güte. Seht ihr? Sigma ist noch nicht tot. Gut, mit diesen Worten, denke ich mal, möchte uns auch Sigma in die neue Welt verlassen. Vielleicht kommt noch irgendwas. Ich warte jetzt noch ein paar Sekündchen. Ansonsten sage ich bis demnächst oder bis zu einem meiner nächsten Projekte. Phoenix Wright Ace Attorney läuft noch und Mystic Quest Legend. Schaltet bis dahin wieder ein. Sprach der Raven Knight nimmermehr. Ja, Sigma, dich sehen wir noch ein paar Mal.